Einen schönen guten Tag, meine lieben Zuschauer, seid herzlich willkommen zu einem neuen Paladins-Video auf diesem Kanal. ja, auf jeden Fall, letzte Folge war okay, ja, war okay. Aber wir haben im Prinzip nur verloren. Ich habe letzte Folge den Andraxis ausprobiert, lief echt scheiße, ich konnte mein Team nicht wirklich helfen und deshalb bin ich ja dann später zu Tyra gewechselt. Problem war dann natürlich später, dass das gegnerische Team, also wo ich mit Tyra gespielt habe, ziemlich stark war. Wir haben zwar am meisten Schaden ausgetragen, jedoch ja, hat das dann später ja auch nichts bewirkt. Ich kann ja so viel Schaden austeilen, wie ich will, letztendlich bringt es mir ja nichts. Ich bin alleine. Ne? Wir konnten zwar gegen Ende nochmal rumreißen, aber ja. Auf jeden Fall schaut sonst in der vorigen Folge, dann seht ihr genau, was ich meine. Und ja, diese Folge werden wir mit dem Pip spielen. Wollen wir mal schauen, ob wir ein oder zwei Runden mit dem Pip spielen. Da bin ich immer noch am Entscheiden. Da bin ich mir wirklich noch unsicher. Je nachdem, wie das Gameplay jetzt verläuft, ne? Ich denke zwar, dass ich beide Runden als Pip spielen werde, aber mal gucken. Weil es kommt immer auf den Tag an, wie ich auch Lust habe auf die Killer. Champions natürlich, meine ich. Das ist, wird so ein Running Gag, safe irgendwann. Ja, je nachdem, wie ich da jetzt Lust habe, wenn es mich natürlich nervt, dann ist das so, dann werde ich den Pip auch nicht mehr spielen. Was macht man hierfür? Ah, okay. Ja, das mit dem Battle Pass ist ein bisschen blöd. Den können wir uns an sich frei spielen. Und die Truhe. Ah, wirklich interessieren tut mich halt hier nie was, ne? Das ist ja das Problem. Geht diese Truhe schön und gut, aber Leon. Ja, aber gut, egal, ich werde mal hier einen Cut setzen, weil das wird nichts, der Schild. Ja, ist okay, ja, wir werden den Pip spielen, wenn es denn lädt, genau. Pip, select a champion. So, wir haben jetzt den Pip gewählt. Ich würde sagen, weil wir sehr lange geredet haben, werde ich hier mal kurz einen Cut setzen und dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder, wenn ich in-game gespawnt bin. Bis gleich. Guten Tag, liebe Freunde. Ja, herzlich willkommen. Ich werde mal den Sanitäter nehmen. Dann heile ich auch Verbündete. Ansonsten, ich werde mal hier auf Ladetempo und mal auf. Es ist zwar jetzt für einen Pip nicht das Optimalste, sage ich, wie es ist. Aber ich würde jetzt erstmal das nehmen. Normalerweise nehme ich etwas anderes. Ich probiere aber auch gerne mal neue Sachen aus. Deshalb habe ich das jetzt einfach mal genommen. Ja. Ansonsten unser Team, Victor, den anderen Namen weiß ich nicht gerade nicht. Ruckus and Ruxus und Pip. Boah. Holy shit. Geh mal weg. Renn mal weg, ruhig. Kleiner Sack. Jetzt kommt er wieder von der Seite. Jetzt haut er wieder ab. War so klar. Das sieht diesen Leuten immer ähnlich. Also, momentan macht Pip wieder Laune. Real Talk. Vom Schreibtisch.
Nachladetempo bräuchte eigentlich Griff auch wieder mehr. Nochmal wegrennen ist nicht. Scheiße! Ah, in der Treppe hängen geblieben. Bin hier einfach mal in der Treppe hängen geblieben hier. Ist aber ganz blöd. Okay. Uiuiui! Alter. Hol dich mal. Bruder! Da ist er wieder. Jetzt hat er mich gekriegt. Der Victor. So ein Sack. Aber egal, als Pip haben wir gut überlebt. Ich werde jetzt auch wieder direkt in den Punkt gehen. Wenn genug im Punkt sind, werde ich auch meine Fähigkeit nutzen. Ich werde jetzt auch Lebens... erstmal nach... Tempo und hier. So, das nächste Mal wird Lebensentriss. Okay. Ja, ich bin einfach mal just for fun einfach reingegangen. So, alles gut. Der Ruckus ist immer drin. Ich glaube, der überlebt aber nicht lange. Genau. Habe ich mir schon gedacht, direkt als ich gesehen habe, was der da anstellt. Alter! Mate! Alter! Bruder! Nee, da konnte ich als Pip definitiv nicht viel machen. Alter Vater! Das, war's an der Stelle wieder komplett, würde ich mal behaupten. Machen wir nochmal einen Bulldozer drauf. Ja, Lebensentriss ist, denke ich mal, schon ganz wichtig für Pip. Hier weg. Was ist hier los? Die machen richtig Welle jetzt. Alter, nee. Ui, da ist eine Bombe. Nein! Nein! Ah, shit. Schade.
Ah, jetzt hat er sich gerecht bei mir. So ist das. Aber gut, wir werden das gewinnen, das Match. Ja, gegen manche Dinge hat halt Pip einfach keine Chance. Das ist halt so. Jetzt kommt erstmal eine Garage. Alter Vater. Blöder Idiot, Alter. Da rennt er schon wieder weg. Was ist denn los mit ihm? Okay, wunderbar. Das hat wirklich gut funktioniert. Bin wirklich zufrieden. Bin wirklich zufrieden mit dem Match. Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Jo, das war gut. Guck mal, dann hat das sogar was gebracht, dass ich den einen als Küken gemacht habe. War auf jeden Fall eine sehr gute Runde mit dem Pip. War wirklich eine sehr gute Runde. Ja, ich bin sehr zufrieden. Ich stehe auch da. Nee, doch, ich stehe da. Da bin ich, der Pip. Da bin ich, der Pip. Wir machen noch eine Runde. Problem an meinem Aufnahmeprogramm ist, ich sehe nicht, wie lang die Folge ist. Aber dadurch geht das auch relativ schnell. Select your champion. Okay, dann wollen wir doch mal gucken. Your champion. Pip. So, alles klar. Ja, moin. So, gut. Dann wollen wir doch mal schauen, wie das Ganze jetzt abläuft. Ich gönne unserem Team mal. Und, ja, ich bin, also wir haben wieder natürlich keinen Tank, ne? Das könnte uns natürlich richtig zum Verhängnis werden. Genau, er hat nämlich keine Auswahl getroffen auch. Das kommt noch dazu. Das hatte ich gerade eben übrigens auch. Zweimal hintereinander. Mein Booster ist jetzt halt weg, ne? Ja gut, dann würde ich sagen... ansonsten, ich belasse es jetzt hier erstmal. Wir spielen auf jeden Fall in der nächsten Folge dann einfach Pip wieder. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann würde ich mich doch freuen, wenn ihr wieder beim nächsten Mal einschaltet. Und ja, lasst mir doch eine Bewertung da, als Daumen oder als Kommentar. Ist mir egal. Bis dann. Ciao.